Wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal mit dem Camper. Wir sind noch kurz nach Bayreuth zu unserem Stellplatz Goldkronach, wobei die jetzt irgendwelche komischen Umleitungen gerade haben. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wir haben bei Park for Night unsere Plätze rausgesucht. Und morgen wollen wir bis Harra fahren. Das ist bayerisch-thüringische Grenze. Wir machen so ein Dreieck über das Fichtelgebirge mit dem E-Bike. Ja, genau. Also haben wir ein Zelt dabei und in Harra gehen wir auf den Zeltplatz. Und für morgen sind wie viele Kilometer angesagt? Ja, 100 ziemlich genau, aber viermal Daumen wird es wahrscheinlich wieder 2-3 mehr werden. Ich hoffe, das Wetter hält. Für morgen haben sie besser gemeldet. Ich hoffe, dass heute Nacht keine Sturmflut, Sinkflut, also Wassermassen auf uns einbrechen. Und dass wir einen schönen Schlafplatz finden. Also, dann bis morgen. Also. Morgen, ja, hier haben wir geschlafen auf dem Stellplatz in Goldkronach. Unsere Wohnkabine, die Emma, auf dem Ranger. Und jetzt geht es darum, dass wir die Fahrräder runter machen und langsam loslegen mit unserer Tour Richtung Thüringen. Bis der immer alles seinen Platz hat, dauert immer so eine Zeit. So, das wäre unsere Tour jetzt heute. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das geht jetzt von Goldkronach über Weißenstadt, dann Hof und dann macht es halt so einen Bogen rüber. Und in Harra haben wir einen Campingplatz, den wir kennen, der uns eigentlich ganz gut gefällt. Naja, jetzt geht es endlich mal los. Dann melden wir uns später. Wir sind jetzt dreimal irgendwie falsch abgebogen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, den richtigen Weg hoffentlich zu finden. Wenn wir gleich mal ein bisschen warm werden hier, geht es immer schön leicht bergauf. Ansonsten ist alles ziemlich unspektakulär hier neben der Straße. Dann ist es irgendwie schneller, aber ich glaube, ich habe mehr Gepäck. Wo bist du eigentlich? Da bist du. Ja, da bin ich. Ach, du musst dein Mikro noch einschalten. Ja. Mach mich schwach. Wir müssen Flaschen tauschen. Ich habe das mit Still und du mit Hupf. Okay. So. A Sparkling Water hast du. Sparkling Water. Nein, a Sparkling Water ist mit Hupf. Sag ich ja. Weit sind wir noch nicht gekommen. Es geht immer schön bergauf, aber dank E-Bikes geht es ja ganz gut. Wir sind im Bischofsgrün. Mein Mann knickt ein, macht er sonst nie. Also hier mit, zieh das durch. Hier mit dem Gepäck weiterfahren wird schwierig. Wir sind schon schwierigere Dinge gefahren. Möchtest mit du Gepäck. Das jetzt fahren oder fahren wir zur Straße zurück? Ich bin gerade irritiert, warum du jetzt klein. Weil ich schon zwei Balken weg habe. Und klein Beigips ist nicht deine Art, kenne ich nicht von dir. Sind schon schwierigeres Gelände mit Gepäck gefahren. Ja, ist schon recht. Hä? Ist schon recht. Nicht ist schon recht, ist so. Deine Schimpfstunde kommt nicht mehr weiter. Naja. Dann nehmen wir mal die Kamera. Ich schieb schon. Jetzt sind wir noch mega hungrig. Oh, ein toller Akku. Die Dani hat ihren Akku verloren. Was machst du? Hat sie jetzt einmal geschmissen? Mal fangen an, was das für ein Scheiß ist. Jetzt kotze gleich vor. Ja, ich hab mir den Schieben vorbei. Ich schaff das nicht, da hochzuschieben. Alter. Ja,
fahren? Ja, fahr. Glaube ich. Ich glaube, du kannst nicht anfahren. Ich kann nämlich auch nicht anfahren. Ich habe doch vorhin auch schon angefahren. Schieben kann ich nur weniger. Ich kann es nicht schieben, hab ich Kraft nicht. Scheiße. So. Da müssen wir ja bald mal anfangen können. So, jetzt sind wir hoffentlich endlich mal auf dem Berg herum. Das war jetzt ziemlich anstrengend. Wir haben jetzt 17 Kilometer. Und obwohl wir das meiste auf Tour fahren, ist der Akku schon mega leer hier. Ich habe schon zwei Balken weg. Ich meine, wir haben noch einen dabei, aber wird knackig. Ich hoffe, dass das alles funktioniert mit den 100 Kilometern hier. Zurück in der Zivilisation. Wir rollen auf Weißenstadt zu. So, Weißenstädter See. Und die Enten sind auch da. Jetzt kommen wir nicht weiter. Jetzt gibt es erstmal einen Fisch. Hier ist eine nette Fischbude, da gehen wir jetzt mal was essen. Ja gut, aber wir haben uns hier auch verdient. So, jetzt gibt es hier mal ein bisschen Fisch. Das schaut doch nicht schlecht aus, oder? Die Dani macht natürlich auch schon wieder hier nochmal Social Media. Wann sind wir losgefahren? Um kurz nach 9? Ja. Ja, jetzt haben wir kurz vor 12 und haben genau 24 Kilometer. Ja, Andi hat einfach nette Wege rausgesucht. Den einen wollte er nicht fahren, dafür hat er den nächsten ausgesucht. Hey. Oh, wir waren nicht besser, aber der, den, wo du nicht, den, wo du fahren wolltest. Du hast was da gerade wieder ausgeschaut. Doch, der war ja quer. Der war ja noch viel weiter gewesen. Da war man noch nicht da. Auf jeden Fall können wir diese Rollchen vorreden, würde ich sehr empfehlen. Das war super lecker jetzt, der Fisch. Ja, aber ich stehe. Das Ding. Weißenstädter See. Sehr schöner Weg. Hier durch neben den Feldern. Waldbad und wir sind weiter hier auf dem Radweg durch den Fichtel. Ist eigentlich ganz schön, nur haben wir so ein Aus-Anzieh-Wetter. Sonne weg, kalt, Sonne da, warm. Nein. Ein See. Wie heißt der? Aber das ist irgendwo diese Talsperre, oder? Schwarzenburg an der Saale. Das war ja noch keiner mehr.
sehr schön hier. Kurz vor Hoch, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. So, ein trauriger Negativrekord. Jetzt tut es mir gleich mal einen Akku weghauen. Heute, glaube ich, sind wir 3 Stunden bergauf gefahren. Und ich werde wahrscheinlich keine 60 Kilometer schaffen. Irgendwie, naja. Gott sei Dank haben wir ja den zweiten noch hinten drin. Ja. Ich auch nicht. Das ist gut. Ja, rot ist gut. Rot ist Aufnahme. Hey, das ist voll scheiße, weil man nichts lesen kann. Total blind. Also, 53 Kilometer Akkuwechsel. Traurige Geschichte. Wir sind jetzt im Hof, haben im Baumarkt noch einen Stecker gekauft, damit wir zusammen unsere E-Bike-Kaktus halt lang können. Wir sind hübsch kaputt, Anfang die vielen Berge und jetzt liegt leider noch einer vor uns. Ich kann nicht mehr. So, jetzt geht es nochmal so richtig steil bergauf, bis wir endlich bei dem Campingplatz sind. Hey Gott. So, schon drauf. Aber was so ist. Ja, man auf hohem Niveau. So, Campingkarre am Trepplerfelsen. Schaut, ist ziemlich chillig. Jena mit der Hütte. Und unsere neue Hütte steht auch ein bisschen kleiner wie das Hilleberg-Zelt. Schauen wir mal, wie praktisch das ist, weil irgendwie hat man kein Zeug für die Taschen. Jetzt gehen wir gleich noch was essen. Seufz. Wir sind beide ziemlich kaputt. Straft sind so jetzt. So jetzt. Ja, wir sind glatt. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer sind wir gefahren. 94, glaube ich. Und davon mindestens 70 nur bergauf. Gefühlt. Ja. Aber jetzt haben wir so ein riesen Schnitzelzeug gegessen und das war so mittellecker. Der Hunger treibt es rein, es war okay. Nein, ich fand es gut. Ja, das Fleisch war zäh. Aber vom Geschmack her war es. Geschmacklich war es gut. So, naja, schauen wir mal, was wir heute noch treiben, aber viel nimmer. Die Mücken fressen uns hier gerade auf und das Autan ist im Wohnmobil, weil wir das vergessen haben.
Na gut, dann möchtest du noch was sagen? Ja, die Tour war an und für sich ganz schön. So, der Start war ein wenig holprig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das allerletzte Stück auf dem Campingplatz hier war jetzt nicht so prickelnd. Aber der Campingplatz an sich ist echt schön, Leute. Also, wirklich schön. Man könnte auch baden. Aber hier muss gestern volles Unwetter gewesen sein. Und wir hoffen, dass es Wetter hält. So, leider ist für morgen früh Regen angemeldet. Gucken wir mal, wie wir das Ganze mal managen hier mit dem kleinen Zelt und wenig Platz. Naja, neue Aufgabe. Ja, ich möchte nach Hause, also hilft nichts. Muss ich den Regen in Kauf nehmen. Gutes Nächtle und bis morgen. Bis morgen. Schauen wir mal, was wir da filmen können, wenn zu viel regnet. Morgen. Ausblick aus dem Zelt. Morgen. Wir sind ja relativ zeitig unterwegs. Es ist gerade um 8 Uhr durch. Wir haben nicht mehr Linken heute auf unsere Matten und strampeln jetzt wieder Richtung Goldkronach zurück. Heute den direkten Weg. Jetzt habe ich einen Flirm verschluckt. Bah. Scheiße, jetzt geht's bergauf. Es geht jetzt erstmal nach Bad Steben. Hier hat jemand seine Schuhe vergessen. Entlang der Selbnitz. Ziemlich spektakulär hier mit dem Wasser. Hallo, wir sind jetzt schon ein kleines Stück gefahren. Leider zieht es sich gerade zu, es fängt das Nieseln an, aber wir haben hier so einen tollen Platz entdeckt, an der Selbnitz. Es erinnert mich so an Schweden, die führt natürlich im Moment sehr viel Wasser. Ich glaube Donnerstag hat es hier mega Überschwemmungen gegeben, da war das volle Unwetter. Und dementsprechend ist eben hier noch viel Wasser in der Selbnitz. Aber so toll, das Höllental auf dem Frankensteig. Ich habe gerade die Regenklamotten übergezogen, weil es leider irgendwie die ganze Zeit für Regen gemeldet ist. Dani ist im Winterregen-Outfit. Aber jetzt hört es gerade auch. Kaum hat man die Regensachen an, hört es zum Regnen auf. Gucken wir mal, wann wir die wieder ausziehen. Sehr schön hier. Irgendwie lauter alte Höfe, aber ein bisschen verlassen. Da lang? Da ist das Schild angeschrieben. Nee, das stimmt schon. So, wir teilen uns das Salamibrötchen, das wir vor 2 Tagen geschmiert haben, ja, weil wir leider keinen Bäcker finden. Ich brauche Energie. Ja, okay. Und so, jetzt sind wir oben am Berg und ich glaube, jetzt geht es bloß noch bergab. Sind jetzt im Bad.
Abbiegen! Ich bin ja hier am Filmen. Wir sind jetzt in Papierneck und haben jetzt noch 5 Kilometer bis Goldkronach, wo unser Wohnmobil steht. Unsere Tour neigt sich zu Ende, wir sind hübsch durch. Heute war leider das Wetter ziemlich bescheiden, deswegen konnte ich jetzt gar nicht so viel filmen, weil ich die Kamera immer wieder wegpacken muss. Funktioniert wieder nicht. Wo bist du denn? Also jetzt bist du aufpassen. Jetzt bist du wieder weg. Ja. So ich weiß gerade nicht, ob das der richtige Ort ist, solche Filmaktionen zu machen. Also. So, jetzt sind wir wieder auf bekannten Wegen von vorher, beziehungsweise von gestern. Fazit. Gestern 1500 Höhenmeter trotz E-Bike. Mir dann die Wadeln, die Oberschenkel weggezaucht. Und der Dani auch. Aber das war trotzdem schön. Heute leider nur wieder Regen. Was auch nicht immer, wenn wir wegfahren, regnet es. So, Dani, du darfst dann noch dein Fazit abgeben. Ja. Ich habe aber kein Mikro mehr. Hier sind wir gestartet. Das habe ich fotografiert. Mehr oder weniger. Und jetzt bin ich kaputt. Freue mich, dass wir gleich bei der Emma sind. Und vielleicht noch irgendwo was essen. Und vielleicht noch was essen gehen. Ja, tun wir schön die Räder aufkugeln. Und dann suchen wir uns ein Wirtshaus. Was zum Essen und dann geht's. Ja. Und dann ist Feierabend. Ja. Dieses Wochenende. Feierabend!